Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen. Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik. Es ist Sonntagmorgen, der 22. September, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen Nachmittag, frühen Abend, Frau Kneißl. Vielen Dank, lieber Flavio von Witzleben. Ich freue mich, Sie wieder per Bildschirm zu sehen, und einen guten Sonntag, wenn unsere Zuhörer uns hören. Ja, auch von mir, alle Zuhörer, einen frohen, hoffentlich noch sonnigen Herbstsonntag da draußen. Denn mit dem heutigen Tage, der 22. September, ist ganz offiziell der Herbstbeginn hier in den westlichen Gefilden. Frau Kneißl, wie sieht's denn bei Ihnen aus, etwas weiter im Osten? Wir haben den Podcast jetzt diese Woche auf etwas später verlegt, da Sie mal wieder sehr viel unterwegs waren. Letzte Woche hatte ich Sie ja noch am Bosporus in Istanbul erreicht. Jetzt waren Sie die letzten Tage im Zentrum des Bösen, wenn man so will, in Moskau zugegen, hatten dort eine Sendung im russischen ersten Fernsehen. Jetzt sind Sie seit gestern Nacht wieder in Ihrer Heimat, in Ihrer neuen russischen Heimat. Wie haben Sie die letzten Tage verbracht und wie haben Sie die Tage in Moskau erlebt, Frau Kneißl? Ja, vielen Dank der Nachfrage. Es waren intensive 10 Tage, und Sie haben mich ja im Sommer mal kurz gefragt, wie denn das dann ausschauen wird, wenn ich am Land lebe und weiterhin an der Uni tätig sein werde. Und ich habe damals gemeint, es wird mit viel Organisation und Kraft und Glück schon irgendwie gehen. Und das waren jetzt sozusagen die ersten 10, 12 Tage dieses Experiments, und es hat glücklicherweise funktioniert. Zu pendeln 1200 Kilometer. Und vielleicht noch ein Stückchen mehr, wenn man noch den Bosporus dazu nimmt. Aber alles hat glücklicherweise gut funktioniert. Ich war eben zuerst in St. Petersburg. Wir hatten wirklich eine Veranstaltung nach der nächsten zu äußerst unterschiedlichen Themen. Wir haben uns mit den finnisch-russischen Beziehungen auseinandergesetzt und an einem runden Tisch sehr interessante Konklusionen gemeinsam mit den jungen Studenten angefertigt. Ich habe an der Bergbau-Universität den ersten Teil einer Vortragsreihe absolviert, wurde auf Wunsch dieser Bergbau-Universität, die wirklich top ist, eingeladen. Und wir haben über Versicherungen und Rückversicherungen fast einen halben Tag Vorträge gehabt, Diskussionen, damit eben junge Studenten des Ingenieurbergbauwesens auch ein wenig erfassen, wie wichtig diese Dimension der Versicherungen ist, weil wir haben das gesehen bei der Erdölpreisgrenze und bei der Erdgasgrenze. Das Thema war ja, keine russischen Rohstoffe, die über einen bestimmten Preisgrenze gehandelt werden, dürften mehr versichert werden. Also das war die Ratio dahinter. Letztendlich ist auch diese Sanktion nicht aufgegangen. Aber natürlich wird es viel, viel schwieriger für russische Exporteure, ihre Waren wo auch immer und sei es auch nur in Richtung Kasachstan zu transportieren, wenn man eben keine Versicherung und vor allem auch keine Rückversicherer mehr bekommt, weil jede Versicherung schließt ja auch hat eine Deckung über eine Rückversicherung. Und da sieht man dann, wie stark hier gewisse Oligopole des angelsächsischen Raums greifen. Also ich sage immer, im Dreieck London, New York, Zürich oder man kann auch München oder Frankfurt nehmen, jedenfalls in dieser geografischen Ecke sind sozusagen die großen Rückversicherer zu Hause. Und da wird es dann sehr, sehr schwierig. Also die aktuelle Neuaufstellung der russischen Wirtschaft ist ja nicht nur eine, die über das Thema Währungskörbe diskutiert wird, also raus aus dem Dollar, rein in andere Währungen, sondern es geht auch um so brisante Themen wie eben Versicherungen. Und dazu hatten wir eine ziemlich große Veranstaltung. Ich war eben dann
in Istanbul und bin dann über Moskau wieder in mein Dorf zurückgekehrt. In Moskau, wie in St. Petersburg im Moment, ein sehr warmes, ein fast goldener Herbst. Vielleicht auch zu warm, wenn es um die Winteraussaat geht. Also vergessen wir nicht, Russland ist mittlerweile der größte Exporteur für Getreide. Und sind im Moment, ich sehe das hier in unserer Gegend, auch die Böden wirklich staubtrocken. Also es wird auf Regen gehofft, damit die Wintersaussaat aufgeht, weil derartige Einbrüche dann in der Produktion von Getreide sorgen natürlich auch wieder für Spekulationen dann auf den Rohstoffbörsen. Und das zahlen dann gewisse Kunden, weil ja manche verdienen Geld, andere haben das Nachsehen. Und ja, mein Kurzaufenthalt in Moskau verlief glücklicherweise sehr angenehm. Verkehrsstaus waren nicht zu gewaltig. Und nächste Woche bin ich wieder dort für die russische Energiewoche. Und jetzt einmal die nächsten 4-5 Tage hier zwischen Baustelle und Texten schreiben, weil ich habe 2 größere Artikel zu verfassen für ein Fachmagazin. Also bin ich glücklicherweise gut ausgelastet, klage nicht und bin vor allem dankbar, dass ich jetzt seit mittlerweile einem Jahr mit allen Papieren versorgt, also Dokumenten, in Russland lebe, weil unsere Zuhörer wissen es ja, ich bin vor einem Jahr aus dem Libanon abgereist und es war damals anstrengend genug. Ja, mit viel Glück hat das funktioniert. Aber jetzt, ein Jahr später, würde das alles nicht funktionieren, weil die Lage einfach grausam ist. Und das ist ein gutes Stichwort, Frau Kneißl, um auch in unsere Thematik einzusteigen. Denn heute in unserem Podcast wird es zunächst mit Blick auf die sich zuspitzenden Ereignisse in Nahost und vor allen Dingen zwischen Israel und Libanon vor allen Dingen heute um die Lage gehen. Sie hatten damals, als Sie mir noch aus der Nähe von Beirut zugeschaltet waren, immer wieder betont, Sie glauben nicht, dass es zu einem Krieg zwischen Libanon und Israel kommen könnte, da keiner der Parteien Interesse, ein ernsthaftes Interesse haben kann an einem offenen Krieg. Jetzt, nach dem, was hier in den letzten 48, 72 Stunden geschehen ist, muss man da womöglich seine Meinung zu ändern. Und ich würde sagen, wir fangen mal gleich an. Denn am Dienstag kam es zu einem verheerenden Angriff Israels auf den Libanon. Dabei hat Israel sogenannte Pager, also so kleine Walkie-Talkies, Kommunikationsgeräte verwendet, die in die Luft geflogen sind. Die waren zum großen Teil bei den Menschen in den Handtaschen oder in der Hose, teilweise auch in der Hand. Sie haben dabei über 2800 Menschen teilweise schwer verletzt. 12 Menschen sind nach aktuellen Angaben getötet worden. Unter den schwer Verletzten ist auch der iranische Botschafter im Libanon. Er hat bei diesem Angriff scheinbar sein Augenlicht verloren. Laut US-Medien soll der israelische Geheimdienst Mossad eine Lieferung der Pager abgefangen und in den Geräten einige Gramm Sprengstoff platziert haben. Und wie die New York Times berichtet, soll die Hisbollah die Pager beim Hersteller Apollo Gold bestellt haben, und das in Taiwan ansässige Unternehmen wies eine Verbindung zu dem Vorfall aber von sich. Eine in Ungarn ansässige Firma habe die Geräte entworfen und gefertigt. Was da die Hintergründe sind, Frau Kneißl, können Sie vielleicht noch gleich ein wenig Licht ins Dunkel bringen? Auf jeden Fall hat kurze Zeit später Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah eine Rede gehalten, die im Fernsehen übertragen worden ist. Dabei sagte er, ich zitiere ihn einmal, innerhalb von 2 Tagen und binnen einer Minute pro Tag hat Israel darauf abgezielt, mehr als 5000 Menschen zu töten. Und weiter, dieser kriminelle Akt kommt einer Kriegserklärung gleich. Israel hat alle roten Linien überschritten. Die Bestrafung wird kommen. Wann, wo und wie wird man sehen. Es besteht
kein Zweifel daran, dass die Hisbollah einen schweren Schlag erlitten habe. Das sagte auch Nasrallah in dieser Rede. Und Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant erklärte jetzt laut verschiedenen Mitteilungen, dass die israelischen Verteidigungskräfte jetzt Truppen in den Libanon verlegen werde. In einer Rede vor Truppen auf einem Luftwaffenstützpunkt teilte Gallant mit, dass nun der Beginn einer neuen Phase des Krieges startet. Nach monatelangen Kämpfen gegen die Hamas im Gazastreifen verlagert sich jetzt der Schwerpunkt nach Norden, so der Verteidigungsminister. Daraufhin hat Israel jetzt am Donnerstag angefangen, Libanon massiv aus der Luft anzugreifen. Dabei hat das Militär rund 30 Raketenabschussrampen der Hisbollah beschossen. Und auch zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung. Jetzt wird die libanesische Hauptstadt Beirut bombardiert, wie das israelische Militär mittlerweile auch schon offiziell bestätigt hat. Frau Kneißl, ist das, was wir jetzt hier gerade erleben, womöglich der Beginn eines neuen heißen Krieges zwischen Israel und Libanon? Ja, es sieht ganz danach aus und danke für die Erinnerung, dass ich Ihnen vor einem Jahr gesagt habe und ich war wirklich felsenfest davon überzeugt. Ich habe das auch immer wieder in Gesprächen mit meinen libanesischen Freunden so gesehen. Ich habe gemeint, es hat eben, wie Sie mich richtig zitierten, es hat niemand ein Interesse an einer Auseinandersetzung und vor allem auch niemand das Geld innerhalb des Libanons. Also das, ich sage immer, wer Krieg kennt, hält sich vom Krieg fern und ist nicht kriegsbegeistert. Und das gilt für die Bevölkerung im Libanon, das gilt für die Menschen in Syrien, im Irak. Das gilt nicht heute für eine gewisse Generation in Deutschland oder Österreich, wo wir seit 2 Jahren eine gewisse Kriegsbegeisterung für die Auseinandersetzung Ukraine-Russland sehen und wo an sich auch jetzt eine Art, wie soll man sagen, fast einer Jubelstimmung wurde analysiert, diese Mossad-Operation. Also das wurde in ich habe es überflogen in einigen österreichischen Medien und noch viel schlimmer sind dann die Chatrooms dazu, wo an sich große Schadenfreude zum Ausdruck gebracht wird. Und man sieht wieder, wie schnelllebig unsere Zeit, nämlich stand Israel jetzt einige Monate lang doch ziemlich im Schlaglicht als als Staat, der eine ganze Reihe an Kriegsverbrechen begeht und wo die Armee viele Grundsätze des Kriegsvölkerrechts also täglich aufs Schwerste verletzt. Man nehme nur die Bombardierungen von Hospitälern, wo immer wieder es hieß, ja, da würde sich die Hamas verschanzen, die massiven Attacken auf die UNO. In keinem Konflikt zuvor wurden so viele UNO-Mitarbeiter gezielt getötet wie in diesem. Also das Image Israels war ein sehr, sehr angeschlagenes. Und vor genau einer Woche haben wir in unserem Podcast über die schweren Demonstrationen gegen Premier Netanyahu gesprochen, ja, die schwersten. Warum? Weil es ihm nicht gelungen ist, eine einzige Geisel in diesem abgelaufenen Jahr seit dem 7. Oktober zurückzubringen. Und siehe da, da passiert diese perfide Aktion, die Edward Snowden als eine neue Qualität des Terrorismus bezeichnet, die auch der stellvertretende russische Außenminister gesagt hat, das hebt den Terrorismus auf eine neue Ebene und der Westen jubelt. Sie haben ausführlich beschrieben, worum es geht. Das werde ich jetzt nur dahingehend vielleicht kommentieren mit zwei grundsätzlichen Aussagen. Das eine ist, es ist dem israelischen Nachrichtendienst gelungen, durch Zugriff auf eine Lieferkette diese Geräte zu manipulieren. Wir wissen derzeit nur von diesen Piepsern, also im Deutschen sagt man ja Piepser, im Österreichischen, wir kennen es von Spitalsärzten, die auf Standby sind, die eben diese Piepser immer schon hatten und die
teilweise durch das Mobiltelefon abgelöst wurden. Jedenfalls, diese Piepser wurden manipuliert und offenbar über eine Zwischenfirma, die in Budapest ihre Niederlassung hat, und vielleicht noch weitere andere Scheinfirmen in vielleicht anderen EU-Staaten, es war die Rede von Frankreich und Österreich, dann in den Libanon verschifft wurden. Die Frage, die sich hier stellt, ist die, in welchem Umfang hat der israelische Nachrichtendienst Zugriff, und zwar massiven Zugriff auf Lieferketten, die durch verschiedene Staaten gehen. Weil derartige Argos werden ja abgefertigt. Da gibt's Zollabfertigungen, da gibt's die werden geröntgt, ja, die werden in einem Hafen gelöscht und wieder verfrachtet. Das heißt, das sind ja sehr, sehr viele logistische Zwischenschritte. Und hier stellt sich die Frage, in welchem Umfang hat die israelische Nachrichtendienst, natürlich nicht der Mossad höchstpersönlich, sondern einfach über Zwischenleute, ja, über Personen, die in irgendeiner Weise indirekt oder direkt zuarbeiten. Und das ist eine Kette von Firmen und Personen, die sich durch mehrere Staaten ziehen. Da haben vielleicht auch nicht immer alle Betroffenen sind informiert, dass sie da für die Israelis was machen, aber es gibt zweifellos eine ganze Reihe von Kollaborateuren, die hier diesen Zugriff auf zwischenstaatliche Lieferketten ermöglichen. Und das ist der springende Punkt. Ja. Also das ist das, was ich würde und ich mal sagen würde, das ist etwas, das man doch in irgendeiner Weise aufgreifen sollte. Und ich habe hierzu soweit bislang noch nichts gelesen, dass es eine Stellungnahme gab oder dass vielleicht ein Kommentator in einem großen westlichen Medien dazu seine Gedanken verfasst hätte. Also habe auch jetzt nicht alles gelesen, aber mir ist nichts aufgefallen. Es wurde eher als ein Husarenstück israelischer nachrichtendienstlicher Kunst gefeiert. Das war so der Grundtenor. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, hier ging es eben um diese Pages, um diese Piepser für eine Organisation, die bewusst angeschafft wurden, um Smartphones aus dem Verkehr zu ziehen. Also jeder wirklich wichtige Entscheidungsträger hat kein Smartphone. Es ist vielleicht dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass gewisse Leute wieder zurückgegriffen haben auf die ganz einfachen Mobiltelefone der ersten Generation, weil sie eben nicht in der Form in ihrer Mobilität kontrollierbar sein wollen. Ja? Angela Merkel hat fleißig SMS verschickt und wurde vom National Security Agency der USA entsprechend überwacht. Wir kennen ihre Antwort, spionieren unter Freunden, das geht gar nicht. Aber wer immer Angela Merkel in Erinnerung hat, also sie saß im Bundestag meistens mit einem fixiert auf ihr Mobiltelefon und schrieb also fleißig SMS. Eine österreichische Bundesregierung ist im Jahr 2021, aufgrund einer WhatsApp-Affäre gescheitert. Und manche stiegen dann auf Signal über oder auf Telegram, was auch immer. Wir haben Telegram schon ausführlich diskutiert. Jedenfalls, das, was wir jetzt sehen, ist nicht nur die Möglichkeit der Kontrolle durch den NSA, das wissen wir seit 10 Jahren, das wissen wir seit den Enthüllungen durch Edward Snowden, der nicht wie Julian Assange jahrelang im Gefängnis saß, sondern der das Glück hatte, in Russland Exil zu finden und Asyl zu finden. Und über die Überwachung wussten und wissen wir alle. Nun kommt aber jetzt eine neue Qualität dazu. Es ist sozusagen per Fernbedienung möglich, dass ein Gerät eines Menschen, der missliebig erscheint, explodieren kann, ja. Und das kann entweder eine Cyberattacke sein, dass man jetzt die Batterie zum Beispiel zum Glühen bringt. Das wurde auch in den ersten Stunden diskutiert, ob es vielleicht eine Cyberattacke war.
Oder das kann eben durch einen eingebauten Sprengstoff sein, der dann letztendlich gezündet wird, wenn es soweit ist. Und um vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu den Ausführungen dieser Pages zu machen, auch ein US-amerikanischer Bericht, ich glaube, es war Wall Street Journal oder Bloomberg, hat gestern berichtet, diese Operation lief seit 2022. Ja? Das war vor dem Ausbruch der jüngsten Auseinandersetzungen zwischen Libanon und Israel und Syrien, also 7. Oktober 2023 war ja der offizielle Beginn dieser jüngsten Gewaltrunde. Und offenbar hat man im Mossad den Befehl gegeben, diese Pager jetzt zu zünden, weil man Sorge hatte, dass die ganze Sache auffliegen könnte. Also das reicht 2 Jahre zurück. Jetzt wissen wir aber nicht, wie viele solcher Geräte im Umlauf sind, die sozusagen mit einem Sprengstoff ausgestattet sind. Und es hat sich ja nicht auf den Libanon konzentriert. Es sind auch Personen, die diese Pagers mit ihnen unterwegs waren, in der Türkei, in Syrien und im Iran auch, haben sich auch Verletzungen zugezogen. Also das heißt, Kontrolle ist eines. Wir sind überwacht, ja, der NSA spioniert mit, aber es kann sein, dass diese beiden Notebooks, über die wir uns jetzt gegenwärtig unterhalten, aufgrund unserer politischen Anschauungen, dass es sozusagen auch per Fernzündung neutralisiert werden können, wie das heißt. Ja, Ja, und deswegen ist das Ganze viel mehr als nur ein, ich nenne ihn jetzt einfach mal, als ein Terrorakt. Es ist auch ganz viel Psychologie, die damit eine Rolle spielt, psychologische Kriegsführung. Ich habe jetzt auch Bilder gesehen von Libanesen, die sich nicht mehr trauen, ihre elektronischen Geräte zu bedienen, weil sie Angst haben, dass diese in die Luft gehen. Und das hat dann sicherlich auch eine sehr verstörende Wirkung auf die libanesische Bevölkerung gehabt. Aber Frau Kneißl, um jetzt nochmal den Fokus ein wenig auf das zu richten, was daraufhin eben geschehen ist, wovon wir jetzt in den letzten 24 Stunden gehört haben, ist eben das, was der israelische Verteidigungsminister Gallant erklärt hatte, dass jetzt eine neue Phase des Krieges mit Libanon beginnt. Es geht konkret darum, um den Nordlibanon. Man will, dass die israelischen Siedler wieder in ihre Siedlungen zurückkehren können. Zu unserem Zeitpunkt jetzt, zum Zeitpunkt der Aufnahme, wird Beirut angegriffen. Da können wir jetzt leider noch nicht analysieren, was da für ein Kalkül dahinter steckt. Oder vielleicht können Sie das ja gleich mal noch ausführen. Können Sie vielleicht schon, haben Sie eine erste Idee, Frau Kneißl, was jetzt das Kalkül, die Strategie Israels ist, hier in diesen möglicherweise offenen Krieg mit Libanon hinein zu kommen? Die Situation ist sehr gefährlich, vor allem natürlich für die libanesische Zivilbevölkerung, weil die israelische Führung hier jetzt eine Strategie wiederholt, die sie zuletzt im Jahr 1982 unternahm. 1982 liegt jetzt schon sehr lange zurück, aber zur Erinnerung, damals gab es noch keine Hisbollah, aber es gab eine PLO, eine palästinensische Befreiungsorganisation, die aus dem Südlibanon heraus ihren Widerstandskampf oder Terrorismus, kommt es immer eine Frage des Betrachters, ausübte gegen eben Israel. Und um die palästinensischen Aktionen zu stoppen, unternahm Israel damals unter Führung des Verteidigungsministers Ariel Sharon eine Intervention im Libanon, die letztendlich bis nach Beirut reichte. Das heißt, ursprünglich war geplant, nur unter Anführungszeichen bis zum Litani-Fluss vorzustoßen, natürlich auch mit dem Hintergedanken, das Wasser zuzugreifen. Aber es ging um eine sogenannte Sicherheitszone. Das heißt, man wollte diesen gesamten Südlibanon von PLO-Bastionen räumen, hat dort eine go-israelische Miliz installiert, die aus christlich-maronitischen Libanesen bestand.
und ist mit dieser Sicherheitszone sozusagen fast 28 Jahre lang an sich den Bach hinuntergefahren, weil innerhalb dieses Vakuums bildete sich die Hisbollah. Also die Hisbollah war das Ergebnis des israelischen Einmarsches von 1982. Und viele israelische Militärs und Politiker gaben im Laufe der 90er Jahre zu, diese Sicherheitszone kostet uns nur unendlich viel Geld und viele Soldatenleben, weil die Hisbollah war die erste moderne Miliz unserer Zeit, die Selbstmordattentate durchführte. Also es war im Libanon im Herbst 1982, dass das erste große Selbstmordattentat stattfand. Es sind damals 140 israelische Soldaten ums Leben gekommen. Und in der Folge gab es jede Woche Tote. Also die Hisbollah-Kämpfer sprengten sich mit ihren Sprengstoffgürteln eben im Südlibanon in die Luft, wo immer israelische Panzer unterwegs waren oder andere Militärfahrzeuge. Und der Blutzoll war letztendlich so hoch, dass sich die Israelis im Jahr 2000 ziemlich hastig aus dem Libanon zurückzogen. Nun sind wir 24 Jahre später und Sharon, aber noch Beginn, Entschuldigung, ich muss mich entschuldigen, es sind freudsche Fehler. Also Sharon erscheint mir heutzutage geradezu wie ein Waisenknabe im Vergleich zu Herrn Netanyahu. Also Netanyahu ist der Überzeugung, und ich glaube, er steht mit dieser Überzeugung etwas alleine da. Ich habe nicht den Eindruck, dass das gesamte militärische Establishment seinen Wunsch teilt. Er meint, ein neuer Einmarsch in den Libanon könnte sozusagen die Sicherheit für die Israelis erhöhen, indem man dann eine entmilitarisierte Zone im Südlibanon gründet. Nun stehen im Südlibanon, zur Erinnerung für alle, man hört und sieht nichts von ihnen, tausende UNO-Blauhelme. Tausende. Ja. Es ist ein sehr kleinräumiges Gebiet. Wir sprechen da von ein paar Quadratkilometern. Und im Jahr 2006, es war 2006, nach der letzten größeren militärischen Auseinandersetzung zwischen Israel und der Hisbollah wurden 17.000 UNO-Blauhelme dort zum Einsatz gebracht. Unter anderem auch, ich glaube, über 1.000 chinesische Blauhelme, die dort stehen. Und die sollten an sich diesen Puffer bilden und die Sicherheit sowohl für die Libanesen als auch für die Israelis entsprechend erhöhen. Dem ist nun nicht so, beziehungsweise hat Israel seit Jahr und Tag jetzt eine ganze Reihe von Provokationen gegen die Hisbollah gesetzt und gegen den Iran. Wir erinnern uns an all die Geschehnisse aus dem Frühjahr, Bombardierung des iranischen Konsulats im Damaskus, gezielte Ermordung von einer ganzen Reihe von hochrangigen Hisbollah-Funktionären, Bombardierung, ich glaube, es war 4. August, als Fuad Shukri ums Leben kam. Heute wurde Ahmed Iqbal gezielt getötet in Beirut. Und in den letzten Tagen führten die israelische Luftwaffe eine ganze Reihe von Manövern über Beirut auf. Ich habe dazu Videos gesehen und mein erstes Gefühl war, wie kindisch, wie jämmerlich, also diese israelischen Luftstaffeln, die eben ihre Loopings über der Hauptstadt Beirut machen. Und Herr Netanyahu und so manch anderer Hitzkopf aus seiner Regierung haben in den letzten Monaten immer wieder gesagt, wir werden Beirut zum neuen Gaza machen. Das heißt, wir wollen es einstampfen. Ja? Man kann das nun als eine besonders verrückte Rhetorik hintun, aber so wie sich die Sache in diesen Stunden, in diesen letzten Tagen seit Mittwoch zuspitzt, ist das bedauerlicherweise nicht mehr nur eine martialische, teilweise vielleicht wirklich verrückte Rhetorik, sondern es ist bitterer Ernst. Und ich höre keinen Protest, ich sehe keine Sanktionen. Der UNO-Sicherheitsrat wird wahrscheinlich in einer Pattsituation stehen.
Ich hörte heute die israelische Botschafterin online auf der Eurasischen Frauenkonferenz, auf der ich vorgestern auch war. Die sprach von Diplomatie Israels, die also nur zur Stunde noch andauere. Und wenn diese Diplomatie nicht Früchte tragen würde, dann würde es zum Krieg kommen. Jetzt frage ich mich, was war diplomatisches Verhandeln in den letzten Monaten? Es war an sich schon die längste Zeit, haben die Waffen gesprochen und nicht eine rationale Verhandlungsmasse wurde in keiner Weise sozusagen besprochen. Ja, es gab immer wieder erste Hoffnungsmeldungen, man würde die Geiseln nach Hause bringen, aber es war oftmals die israelische Seite, sehr oft Netanyahu, der gesagt hat, nein, dieses Ergebnis gefällt ihm nicht und die Geiseln können nicht nach Hause. Also es ist eine nicht nur eine verfahrene Situation, wir haben jetzt offenen Krieg. Die Ratio dahinter lässt sich nur so erklären, Israel ist in weiten Teilen gescheitert mit seiner Gaza-Operation. Die Hamas kann weiterhin Raketen abschießen in Richtung Israel. Es kommen neue Führungsebenen nach. Es wurden zwar 38.000 Zivilisten ermordet, aber das hindert nicht daran, dass sozusagen in irgendeiner Weise neue Kämpfer, neue Hamas-Mitglieder rekrutiert werden können. Und es wurde auch eine neue Hamas-Führung auf die Beine gestellt nach der Ermordung von Haniyeh. Und ich würde sagen, die aktuelle ist ein ganzes Stück weit radikaler als die alte. Das heißt, jetzt diese Nordfront zu eröffnen, ich habe dazu Berichte gelesen in der israelischen Tageszeitung Haaretz vor Monaten. Dort haben israelische Kommentatoren gemeint, es würde weder ausreichend Munition noch Moral in der israelischen Armee bestehen, um jetzt wirklich sich auf eine größere Operation im Libanon einzulassen. Vergessen wir nicht, im Gazastreifen sind seit letzten Oktober auch wahrscheinlich um die 900 bis 1000 israelische Soldaten ums Leben gekommen und wurden 4.000 bis 5.000 verletzt. Das ist für die israelischen Streitkräfte eine hohe Zahl und wirft auch Schatten sozusagen auf die anderen Soldaten, die wir haben auch keine israelische Armee mehr vom Kaliber von 1967. Ja? Also damals der kleine David gegen den großen Goliath, der sozusagen unbezwingbar war. Das liegt jetzt mittlerweile 60 Jahre zurück. Und die Entwicklungen in der israelischen Armee waren ja nicht unbedingt immer positive. Und wir sehen ja auch, dass der Nachrichtendienst, also Mossad beziehungsweise auch Shin Bet für den Inlandsgeheimdienst, dass die in gewisser Weise viel Drecksarbeit machen und die Armee sozusagen dann mit Aufräumen beschäftigt ist. Also wir haben innerhalb der verschiedensten Sicherheitsapparate in Israel nicht unbedingt die Armee, die sozusagen die Sicherheit dominiert, sondern das sind andere Apparate auch noch. Also vielleicht als Schlusssatz, um Ihre Frage nochmals sozusagen auf den Punkt zu bringen. Netanyahu hat das eine Feuer nicht, das er gelegt hat im Gaza, nicht löschen können. Es brennt dort an allen Ecken und Enden. Die Geiseln konnten nicht befreit werden. Und er öffnet jetzt sozusagen fast in einer blinden Sturheit die nächste Front, die Nordfront. Und die Vorbereitung für diese Auseinandersetzung, das muss man den Israelis zugestehen. Ich würde sagen, wenn man das sozusagen wirklich bei den Fakten bleiben will, die ist natürlich perfide gelungen, weil es wurden Dutzende wichtige Hisbollah-Kommandanten ausgeschaltet über die letzten Monate durch Drohnenangriffe. Daher ja auch die Aufforderung von Nasrallah, werft eure Mobiltelefone endlich weg, weil sehr viele einfach sehr, sehr leicht
identifizierbar waren. Die wurden einfach aufgrund ihrer Mobiltelefone identifiziert. Dann hatten wir jetzt diese Pager-Attacke mit tausenden wirklich teilweise Schwerverletzten. Die Bilder sind grausam. Wie Sie richtig gesagt haben, es handelt sich hier auch um eine sehr, sehr mächtige psychologische Kriegsführung, weil das hat die Menschen zutiefst erschüttert. Ich würde sagen, das hat jeden erschüttert, der diese Nachrichten las. Außer natürlich diejenigen, die das super toll finden, wie so einige Kommentatoren in den österreichischen und deutschen Medien, die also Bravo rufen. Der nächste Punkt ist, der Entscheidende sicherlich für den jetzigen Zeitpunkt, diese Attacken zu setzen. Die Kommunikationslinien in der Hisbollah sind mächtig gestört. Ja, die wissen, nehme ich an, jetzt nicht mehr, wie sie miteinander kommunizieren sollen. Die wissen nicht, zu welchem Telefon, zu welchem Funkgerät, zu welchem Satellitentelefon sie greifen sollen, weil hier einfach eine gewaltige Verunsicherung da ist. Manche sehen das als legitime Kriegsführung, andere sehen es als Terrorakt. Die Geschichte wird sich weisen, wie das Ganze ausgeht. Ja, und das Ganze in einem Land. Unsere treuen Zuhörer werden sich an unsere ersten Podcast-Folgen noch erinnern. Zur damaligen Zeit haben sie viel und ausführlich auch über die Zustände im Libanon berichtet, mit einer Inflation, ich glaube, von damals weit über 300% unglaublich hoch. Die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch. Eigentlich sind die meisten Menschen nur damit beschäftigt, Geld zu sammeln, um irgendwie auch überleben zu können. Es ist das blanke Überleben in diesem Land. Und das Ganze natürlich noch zugespitzt durch die damalige Hafenexplosion. Also es ist ein Land, ich glaube, da können Sie mir zustimmen, das vieles braucht, aber sicherlich kein Krieg mit Israel. Von daher können wir nur hoffen, dass das Ganze vielleicht doch noch in irgendeiner Art und Weise diplomatisch gelöst werden kann, Frau Kneißl. Und ich würde sagen, für jetzt schließen wir das Kapitel Nahost, Westasien, wie Sie immer richtigerweise sagen, zunächst mal und schauen mal rüber in den Ukraine-Konflikt. Denn da kam jetzt diese Woche, ja, man kann es nicht anders sagen, verstörende Meldungen rein. Denn das EU-Parlament hat jetzt am Donnerstag mit überwältigender Stimmenmehrheit eine Resolution verabschiedet, in der es die Freigabe von Raketen und anderen Waffen aus westlicher Produktion für Angriffe auf Ziele tief in Russland fordert. Ausdrücklich wird in der Resolution auch die Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine gefordert. In der Resolution steht geschrieben, ich habe es mir hier einmal notiert, ich zitiere einmal, das Europäische Parlament verurteilt die Beschränkung, die dem Einsatz westlicher Waffen für legitime militärische Ziele auf russischem Hoheitsgebiet auferlegt wurden und die den Rechten der Ukraine nach dem Völkerrecht widersprechen. Es ist der Auffassung, dass die EU in diesem Kampf gegen Straflosigkeit und für den Frieden eine Führungsrolle übernehmen muss. Dazu hat jetzt auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in einem Interview mit der Wochenzeitschrift Foreign Policy behauptet, ausgeführt, dass die NATO nicht Teil des Konflikts wird in der Ukraine, wenn sie jetzt Kiew erlauben würde, russisches Territorium mit westlichen Waffen zu attackieren. Er sagte, ohne das weiter auszuführen, es ist nicht korrekt zu sagen, dass wir Teil des Konflikts dadurch werden. Und auch ein hochstehender General aus Estland, der den dortigen Militärstab leitet, sagte in einem Interview, angesprochen auf die Erlaubnis der Europäischen Union, russisches Territorium anzugreifen, sagte er, wir erhalten jetzt Mittel und Kapazitäten, effektiver zu operieren, einschließlich Angriffe tief hinter den feindlichen Linien.
Unsere Fähigkeit, tief hinter den feindlichen Linien zuzuschlagen, ist vollständig in die Planung der NATO integriert. Und die NATO gibt uns vor, bestimmte Ziele zu bedienen, wonach NATO-Kräfte dann kommen und die nächsten Schritte durchführen. So ein hochstehender General aus Estland. Frau Kneißl, was bedeutet das Ganze denn jetzt? Jetzt hat die EU ganz offiziell die Freigabe für Angriffe auf russisches Territorium gegeben. Die USA haben bisher noch kein grünes Licht gegeben. Nächste Woche ist Zelensky in den USA zugegen. Da wird er dieses Themenfeld sicherlich nochmal betonen. Also ist es für Sie nur noch eine Frage der Zeit, bis jetzt auch die USA ihre Zustimmung geben werden? Denn es wurde ja, haben wir letzte Woche in unserem Podcast schon besprochen, von britischer Seite schon massiv gefordert, dass die Ukraine die Erlaubnis bekommt, russisches Territorium zu attackieren. Also es sieht da nach dieser Salami-Taktik aus. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis westliche Raketen womöglich auf russischem Territorium eintreffen. Wie blicken Sie darauf, Frau Kneißl? Ja, wir haben ja schon westliches Gerät auf russischem Territorium. Also seit 6., 7. August bei dem Einfall der ukrainischen Armee plus tausende Söldner, also einige meinen, es seien mittlerweile schon mehr ausländische Söldner als ukrainische Soldaten, unter anderem eben auch in der Region Kursk zugegen. Donbass, Lugansk, diese Gebiete sind im Februar 2022 in russisches Staatsgebiet integriert worden. Also auf beiden Schlachtfeldern haben wir deutsche Panzer, haben wir US-amerikanische und britische Raketen. Also die sind ja schon die längste Zeit im Einsatz. Und ich habe das zwei, dreimal ja auch in unserem Gespräch und auch in Artikeln hier und getan, es wird von deutscher Seite vor allem in keiner Weise ein verstanden oder auch nur erahnt, was das in der russischen Wahrnehmung bedeutet, dass deutsche Panzer wieder auf gegen russische Ziele eingesetzt werden und mittlerweile eben wirklich auch auf russischem Staatsgebiet rollen. Ja? Wie immer man jetzt Lugansk und Donbass qualifizieren will aus völkerrechtlicher Sicht, wenn man das jetzt aus Berliner Sicht sieht. Aber die Region Kursk ist zweifellos russisches Staatsgebiet, auch in den von Berlin anerkannten Grenzen. Ja? Und das wird in keiner Weise sozusagen auch nur erahnt. Wir erinnern uns an das Gespräch von vier deutschen Luftwaffenoffizieren, wurde dann ja auch von Pistorius gedeckt, die sich also munter darüber unterhielten in einem, ich glaube, in einem Hotel in Singapur, wie sie denn diverse Brücken in Russland in die Luft sprengen könnten. Ja? Und also das alles findet ja schon die längste Zeit statt. Der Stehsatz von noch NATO-Generalsekretär Stoltenberg, also sein Nachfolger Mark Rutte, steht sozusagen in den Startlöchern. Er wird sich in keiner Weise von Stoltenberg unterscheiden. Ich würde sagen, Rutte ist der angenehmer zuzuhören, weil er eloquenter ist. Stoltenberg ist Stoltenberg, aber er verwendet eben diesen kuriosen Stehsatz jetzt seit bald 3 Jahren, es handle sich nicht um einen Konflikt zwischen NATO und Russland, was natürlich nicht stimmt. Ja? Präsident Putin hat vor einigen Tagen ziemlich klar Stellung bezogen. Er hat gesagt, natürlich kann dieses Waffenmaterial nur mit westlichen Offizieren, Ausbildnern eingesetzt werden. Ja? Und daher, er hat sehr klar gesagt, also wenn diese Waffen hier nun offiziell freigegeben werden, und ja, die USA zieren sich noch ein bisschen, aber die Deutschen brechen vor, dann ist das eine neue Qualität. Ja? Und er hat offen gelassen, wie Russland darauf reagieren will, aber das Damoklesschwert einer neuen Waffengattung, sagen wir mal so, also
jenseits dieses konventionellen Krieges, der geführt wird, in einen unkonventionellen überzugehen, dieser Schatten liegt natürlich über vielen. Und ich kann dazu jetzt auch nicht sehr viel mehr sagen, als neulich darauf hinzuweisen, dass wir auf westlicher Seite eine Kriegsbegeisterung haben, trotz der Tatsache, dass eben Russland nicht besiegt wurde. Ja? Also wir beide erinnern uns und viele Zuhörer ja doch auch. Es war immer wieder dieser Spruch von: In 3 Tagen ist Russland besiegt, in 2 Monaten ist Russland wirtschaftlich in die Knie gezwungen, in 5 Wochen steht Russland mit dem Rücken zur Wand. Also all diese Ankündigungen hatten wir 2022, hatten wir ich erinnere mich auch an den Juni 2023. Wie viele westliche Redakteure haben Prigozhin zugejubelt und gesagt, also das ist jetzt das Ende der russischen Führung, und wie hat sich damals Twitter überschlagen, und da wurde einfach immer wieder eine totale Fehleinschätzung gemacht, und Russland steht, Russland ist wirtschaftlich nicht in die Knie gezwungen, ganz im Gegenteil. Es ist sehr, sehr viel Geld ins Land zurückgeflossen, und es gibt einen Schulterschluss in der Bevölkerung in Richtung, gut, ihr wollt uns nicht, ihr habt uns sozusagen verbannt, kulturell, akademisch, wirtschaftlich, aber wir machen weiter. Und ich habe vor Wochen einmal gesagt, ich glaube, es war in unserem Podcast, und das wurde dann in den russischen Medien ziemlich stark rezipiert. Ich habe genau das gesagt, vielleicht ein bisschen abgeschwächt, also jetzt in diesem Moment wieder parallel, eben diese völlige Unsensibilität für Geschichte auf deutscher Seite und darüber hinaus. Und wenn wir uns die Wirtschaftszahlen anschauen, also wenn ich das von meiner Seite kurz relevieren darf, aber der größte Autokonzern, Volkswagen, der steht mit dem Rücken zur Wand. Dort werden die Stellen abgebaut. Sie waren in St. Petersburg und haben gesehen, wie wichtig der russische Markt für die deutsche Automobilindustrie ist, weil einfach jeder, der sich es leisten konnte und wollte, fuhr ein deutsches Auto, vom BMW Vierradantrieb bis zum VW Polo. Es wurde hier alles gefahren, was deutsch war. Und in diesem einem Jahr, seitdem ich hier lebe, sehe ich, wie gerade in der Luxuskategorie, also die BMWs und die Volvos und so weiter, mittlerweile Volvo ist bereits chinesisch, das war jetzt ein Fehler von mir. Volvos gibt's weiterhin, sondern aber wie die Maybachs, ja, und Mercedes S-Klasse mittlerweile abgelöst wird von chinesischen Modellen. Also das ging relativ rasch. Mhm. Das konnte ich auch damals beim SPIEF beobachten. Der offizielle Partner war ein großes chinesisches Autounternehmen. Mir fällt gerade leider der Name nicht mehr ein. Vielleicht haben Sie es noch im Kopf. Man konnte auf diesem wichtigen Event ausschließlich in großen Teilen chinesische Unternehmen sehen, chinesische Autounternehmen. Man sieht, wo da der Wind weht. Frau Kneißl, und wir werden das selbstverständlich weiterhin beobachten. Und es bleibt der Tag abzuwarten, an dem tatsächlich ein Marshall-Flugkörper auf Moskau oder Umgebung einspricht oder einschlägt. Das wird interessant zu sein, wie Russland darauf dann reagiert, weil das wäre de facto die Kriegserklärung der NATO an Russland, auch wenn man dann natürlich wieder argumentieren wird und sagt, ja gut, der Marshall-Flugkörper ist jetzt ja im Besitz der Ukraine, deswegen sind wir da fein raus, aber da
wissen wir auch, dass das laut Vertragsrecht so nicht korrekt ist. Frau Kneißl, zum Abschluss unseres heutigen Podcasts möchte ich nochmal in die USA blicken und über die US-Notenbank Federal Reserve zu sprechen kommen, denn diese hat am Mittwoch jetzt nach 4 Jahren steigender Zinsen jetzt erstmal den Leitzins gesenkt. Der Zinssatz sank um 0,5 Prozentpunkte auf die Spanne von 4,75 bis 5%. Zu diesem Satz können sich jetzt die Geschäftsbanken Zentralbankgeld ausleihen. Ja, die Fed hatte damals den Leitzins zuletzt im März 2020 gesenkt, noch kurz vor der Corona-Krise in den USA. Seit dann ging es nur noch steil bergauf. Ja, jetzt gibt's neue Wirtschaftsprognosen, die darauf hindeuten, dass die Zentralbank noch in diesem Jahr die Zinsen noch weiter senken wird. Für das kommende Jahr rechnen dann die Experten mit einem Leitzins von 3,4% im Jahresdurchschnitt. Frau Kneißl, mal ein etwas anderes Thema jetzt zum Abschluss, das aber jetzt hier doch zumindest durch die zumindest Handelsblatt, Wirtschaftswoche und Co., da war es groß Breaking News diese Woche. Ich weiß gar nicht, haben Sie es mitverfolgt? Und falls ja, können Sie daraus schließen, was das für Ableitungen, für Folgen haben wird, Frau Kneißl? Ja, wir sind nach Jahrzehnten von Null bis Zins, beziehungsweise wir hatten ja auch den Negativzins streckenweise, hat das Geld dann irgendwann wieder einen Wert gewonnen. Und das waren die postpandemischen Auswirkungen natürlich einer ausgemachten Inflation. Es war nicht Putins Inflation, wie es sowohl von der Fed als auch von der EZB immer wieder gesagt wird, sondern eine Geldmenge, die einfach aufgebläht, also inflationär, inflatare heißt ja nichts anderes als aufblähen. Diese Geldmenge hat man eben über höhere Zinsen versucht, wieder ein wenig in den Griff zu bekommen. Nun ist offenbar die US-amerikanische Wirtschaft ein Stück weit solider als jene des EU- und Euro-Raumes. Und hat man eben aufgrund der jetzigen Inflationsentwicklungen die Entscheidung getroffen, es ließe sich sozusagen der Leitzins runterschrauben, ein wenig runterschrauben, also immer noch relativ hoch im Vergleich zu früheren Jahren, sozusagen die Kreditvergabe wieder leichter zu machen, weil man kann nur über diese Form der Zinspolitik dann sozusagen den Investoren die Möglichkeit geben, wieder einfach flexibler zu werden. Und anders verhält es sich im EZB-Bereich. Da wurde vor einigen Monaten zwar auch der Leitzins ein wenig nach unten gesenkt, aber es gab dazu keinen echten Konsens. Also viele Makroökonomen und auch Zentralbankchefs meinten, es sei zu früh, weil die Inflation im Euroraum einfach noch nicht so gezähmt ist wie in der US-Wirtschaft. Und um nochmals vielleicht auf den Krieg zurückzukommen, und wir haben ja mittlerweile viele Kriege, die US-Wirtschaft boomt, weil ein wesentlicher Zweig ist, die Militärindustrie, ist die Rüstungsindustrie. Und es profitieren ja nicht jetzt die italienischen oder die französischen Rüstungskonzerne, die in ihrer Größe nicht vergleichbar sind, sondern es sind die US-amerikanischen. Und da ist der Krieg, hat einen Boom teilweise auch ausgelöst. Und hier ist jetzt die Entscheidung getroffen worden, die US-Wirtschaft sei solide genug, um eben mit einen niedrigeren Zinssatz auch die noch Inflation meistern zu können. Ja, und wir werden sehen, wie sich das Ganze jetzt auf die US-Wirtschaft oder die globale Wirtschaft auch auswirken wird. Frau Kneißl, für diese Woche bedanke ich mich zunächst bei Ihnen, wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende.
kommen Sie zur Ruhe. Es steht ja noch vieles an bei Ihnen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, wie Sie mir im Vorgespräch erzählt haben. Deswegen mal vielleicht ein, zwei Tage ein bisschen relaxen. Und dann ja, alles Gute für Sie und wir sehen und hören uns wieder nächsten Freitag, Frau Kneißl. Ich freue mich sehr und ich wünsche all unseren Zuhörern einen angenehmen offiziellen Herbstbeginn. Mögen wir uns wirklich bessere Nachrichten übermitteln können, aber diese Hoffnung schwindet leise. Sie schwindet leise, aber die Hoffnung, dass wir hier weiterhin einen spannenden Podcast für euch, liebe Zuhörer, machen, die ist weiterhin da. Ich bedanke mich auch von meiner Seite vielmals bei euch, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Herbstbeginn und bis nächste Woche zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao. Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.